und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video und zwar gibt es eine Art Fragen- und Antworten-Video und im Hintergrund erstelle ich dann ein Sim, so dass es nicht so langweilig ist. Beantworte ich dann einfach ein paar Fragen, die ihr mir vor einer Weile auf Instagram stellen konntet, aber ich komme jetzt irgendwie erst dazu, dieses Video zu drehen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir einige Fragen rausgesucht und ich werde sowas bestimmt auch nochmal machen, falls ihr das cool findet. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas mögt oder eben nicht. Die erste Frage lautet, was ist dein momentaner Lieblingssong? Und ich muss dazu sagen, mein Musikgeschmack ist sehr, sehr weitreichend. Also ich mag all mögliche Arten von Musik, also von Deutschrap bis irgendwelche spanische Musik oder portugiesische. Ich habe eine portugiesische Freundin und ich mag die Musik sehr gerne. Und ich glaube aber, mein momentanes Lieblingslied ist Work From Home von Fifth Harmony. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Ich hasse das Wort Fifth. Naja, ich kann es euch auch kurz einspielen. Das ist das hier. Das kennt ihr bestimmt. Und ja, das ist mein momentaner Lieblingssong. Dann wurde ich noch gefragt, bist du eher der chillige Typ oder der ich muss schön sein Typ? Das finde ich eine sehr, sehr coole Frage, weil ihr jetzt wahrscheinlich erwarten würdet, da ich mal so einen Beauty-Channel hatte, beziehungsweise immer noch habe, dass ich eher so der ich bin schön sein Typ bin, aber absolut überhaupt nicht. Also ich bin mega der chillige Typ, also mein Style ist auch eher chillig. Also ich habe gar keinen richtigen Style, weil ich einfach immer das anziehe, was ich mag. Und bei mir ist immer mein Motto, Hauptsache bequem. Also auch in der Schule bin ich immer ziemlich bequem angezogen. Ich mag es aber natürlich auch, mich mal aufzustylen und feiern zu gehen. Und da übertreibe ich dann manchmal auch. Also bei mir gibt es so richtig zwei gegensätzliche Seiten. Also einmal die ungeschminkte Nina, die zu Hause in ihrer Ärmeldecke sitzt. Und dann gibt es noch die Nina mit knallrotem Lippenstift und dicken Eyeliner. Nee, also ich bin eigentlich beides, aber eher so in meinem Alltag bin ich eher der chillige Typ. Also da achte ich eigentlich gar nicht auf. Ich gehe eigentlich auch ziemlich oft ungeschminkt irgendwie in die Stadt oder essen oder in die Schule und jo. Die nächste Frage lautet, in welchem Kinofilm warst du zuletzt drinne? Und das war, ich musste kurz überlegen, aber das war der geilste Tag. Da war ich mit meinem Freund und seinem Bruder und seiner Freundin drin. Mit Matthias Schweighöfer ist der ja und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der andere Schauspieler heißt, aber der war richtig, richtig cool. Ich habe sogar ein bisschen geweint. Ja, das Ende war zwar nicht unerwartet, aber doch irgendwie schon. Also ich will auch nicht so viel verraten, also schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Das ist ein sehr, sehr schöner Film und bringt einen irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken. Also bei mir war es zumindest so, ich bin ja sowieso immer so ein bisschen nachdenklicher Mensch. Also wenn ich mit so einem schwierigen Thema konfrontiert werde, dann denke ich da erstmal noch eine Zeit lang nach, also drüber nach und ja, beschäftige mich damit und ja, ich finde, der regt ziemlich zum Nachdenken an und aber auch, man bekommt auch schöne Gedanken dabei und jo, mochte ich sehr gerne, also kann ich nur empfehlen. Hast du Haustiere? Und ja, ich habe ein Haustier, er lebt aber nicht bei mir, sondern bei meinen Eltern, weil ich bin ja vor 2 Jahren von zu Hause ausgezogen und ich besuche ihn natürlich ganz oft, also ich habe einen Kater und er wird dieses Jahr schon 15 Jahre alt, am 29. August. Wird er 15 Jahre alt und ich liebe diesen Kater über alles und ich bin jedes Mal froh, wenn wir meine Eltern besuchen. Ich freue mich natürlich auch, meine Eltern zu sehen, aber meinen Kater zu sehen ist dann auch mal für mich was ganz Besonderes, weil besonders ich hatte immer eine sehr gute Bindung zu ihm, sage ich mal. Also mein Vater und ich haben uns am meisten um ihn gekümmert. Also wir waren immer so, dass wir auch mit ihm gekämpft haben und so. Und ja, für sein Alter ist er noch sehr fit. Also ich sollte jetzt echt mal auf Holz klopfen. So, weil er echt richtig fit noch ist und ich meine 15 Jahre, das ist für eine Katze echt richtig, richtig alt und vor allem für einen Freigänger. Ich glaube, Freigänger haben ja eine geringere Altersrate als Wohnungskatzen, wenn ich mich da richtig erinnere, aber ja, ich liebe diesen Kater über alles und das ist mein Haustier. Dann hat Deeply Maria gefragt, was findest du in Sims 4 bzw. in Sims 3 besser? Bei Sims 4 finde ich den Bau- und Create-a-Sim-Modus viel, viel besser als bei Sims 3, also ich finde, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten und zum Beispiel beim Bauen, wenn man einen Raum dann doch woanders haben kann, kann man ja diesen kompletten Raum versetzen. Das finde ich super cool oder das mit der Ebene, also dass man die Wände erhöhen und vertiefen kann oder auch unten die Veranda. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das nennt. Also diesen Untergrund kann man ja auch nachträglich noch verstellen. Das finde ich halt bei Sims 4 viel, viel cooler. Da finde ich aber allerdings den Lebensmodus sozusagen viel, viel schlechter als bei Sims 3. Also mir wird bei Sims 4 einfach nach einer Zeit so langweilig, das ist unfassbar. Das glaube ich manchmal auch gar nicht, weil so wenig kann man da gar nicht machen. Aber mir wird total langweilig nach einer Zeit und habe ich überhaupt keine Lust mehr zu spielen. Also
Ein Sim zu erstellen macht mir echt damit am meisten Spaß und halt Häuser bauen macht mir auch viel Spaß. Aber so spielen tue ich lieber bei Sims 3. Also da warte ich lieber noch was, weil bei Sims 4 fehlt mir einfach noch, fehlen mir noch die Tiere, die Kleinkinder, so Reisen, das fehlt mir da einfach noch ein bisschen. Ich wurde auch noch gefragt, was ich für LKs in der Schule habe. Ich mache ja eine Erzieherausbildung mit Abitur und da bin ich leider verpflichtet, Bio und EW, also Erziehungswissenschaften, als LKs zu haben. Mit EW bin ich auch ziemlich zufrieden, aber Bio ist natürlich sehr, sehr schwer, obwohl ich in der letzten Klausur eine 2- unerwartet geschrieben habe. Also fand ich auch sehr, sehr cool. Aber es ist echt richtig schwer und ich bin echt gespannt, wie ich das im Abi meiste. Aber ja, das sind meine LKs. Eine weitere Frage war, welches mein Lieblingserweiterungspack bei Sims 3 ist und welches ich mir als letztes gekauft habe. Also mein Lieblingserweiterungspack müsste ja einfach tierisch sein oder Jahreszeiten finde ich richtig, richtig cool. Also weil man da einfach am meisten Content bekommen hat. Lebensfreude finde ich aber auch sehr cool. Ich kann mich da immer nicht so ganz entscheiden, aber eins von den dreien würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr eins von den dreien holt oder wenn ihr euch 3 Stück holen könntet von allen, dann holt euch die. Und als letztes habe ich mir Into the Future geholt, weil das war ja das letzte, was für Sims 3 erschienen ist. Das finde ich aber allerdings nicht ganz so cool. Also damit habe ich noch nie wirklich gespielt. Die nächste Frage ist meine Lieblingsfrage. Und zwar wurde ich gefragt, welche 5 Eigenschaften ich mir geben würde, wenn ich mich selbst in Sims 3 erstellen würde. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken zu gemacht und bin dazu gekommen, dass ich auf jeden Fall ein Chaot wäre, weil ich bin sehr, sehr tollpatschig und bin auch nicht der ordentlichste Mensch, also da ist Malte eher verantwortlich bei uns in der Wohnung. Also ich bin jetzt nicht mega unordentlich, aber auch nicht ordentlich. Dann auf jeden Fall auch familienbewusst, weil ich liebe meine Familie. Ich habe eine sehr, sehr große Familie und wünsche mir auch nichts mehr, als später eine schöne große Familie zu haben. Dann bin ich auf jeden Fall auch ein Feigling, weil ich habe Angst im Dunkeln, ich habe Flugangst und vor krassen Achterbahnen habe ich Angst. Und ja, ich bin nicht so der Draufgänger-Mensch. Dann bin ich auch ein bisschen Stubenhocker. Also ich gehe auch gerne mal feiern, aber dann brauche ich auch erstmal 3 Wochen oder so Pause und muss mich ausruhen. Ich bin gern zu Hause und arbeite am Computer oder mache was mit Malte, gucke einen Film oder gucke hier zu Hause mit Freundinnen einen Film. Also ich weiß nicht, ich bin halt nicht so mega der Partymensch, aber wenn ich Party machen gehe, dann richtig. Und dann habe ich auch noch aufgeschrieben, Sinn für Humor. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich so mega witzig bin, aber Humor ist für mich sehr, sehr wichtig, sowohl in der Beziehung als auch in der Freundschaft. Also wenn ich mit jemandem nicht Spaß haben kann, dann wird das nichts. Also ich nehme mein ganzes Leben nicht zu ernst. Also ich nehme eigentlich immer alles nicht zu ernst. Ja, und deswegen würde ich mir halt dieses Merkmal auch noch geben, weil das eben für mich sehr wichtig ist. Und das sind die 5 Merkmale, die ich mir geben würde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche 5 Merkmale ihr euch geben würdet, wenn ihr euch selber erstellen würdet. Das würde mich richtig interessieren, weil da lernt man sich so ein bisschen kennen irgendwie, finde ich. So, die letzte Frage für heute lautet, würdest du mal Outlast oder allgemein Horrorspiele let's playen? Und dazu kann ich nur sagen, ich habe euch ja vor ein paar Tagen schon mal gefragt, ob ihr Lust hättet, dass ich mit Malte mal ein Let's Play mache, ein Horror-Let's Play. Und viele von euch hatten geschrieben, ja, unbedingt. Und ich finde das auch mega cool und Malte auch. Das ist auch das, was er gerne mal mitmachen würde. Und deswegen haben wir das auf jeden Fall vor. Also, ich weiß nicht, allein würde ich mich das, glaube ich, nicht trauen, obwohl das bestimmt auch ganz witzig wäre. Vielleicht irgendwann mal am helllichten Tag, mal in der Nacht. Das traue ich mich nicht. Aber mit Malte auf jeden Fall zusammen. Das würden wir dann auch mit Facecam machen. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig witzig werden. Also ich stelle es mir auf jeden Fall witzig vor. Und ihr könnt mir gerne auch hier drunter nochmal schreiben, falls ihr da Lust drauf habt. Weil wir auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau, wann das kommt und welches Spiel wir spielen. Also wir würden auch gerne nochmal Slender spielen, weil das ist so das, was wir gerne spielen. Aber Outlast kennen wir auch schon so ein bisschen und ich glaube, das könnte auch ganz witzig werden. Also schreibt mir gerne auch Spielvorschläge in die Kommentare. Ja, und das war es auch schon mit diesem Frage-Antworten-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es war mal ein bisschen was anderes als sonst. Und wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch hier schon mal Fragen reinschreiben. Ich werde dann aber nochmal auf Twitter und Instagram dazu aufrufen. Wenn ihr mir auf Twitter, Instagram und Snapchat folgen wollt, dann schaut mal in die Infobox. Da sind die ganzen Links dazu. Da rufe ich dann bestimmt mal dazu auf. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, mein Sim gefällt euch. Und wir sehen uns dann in irgendeinem meiner Let's Plays wieder. Bis dann. Tschüss.